Guten Tag, heute wieder eine Sendung Kochen mit Globus. Heute koche ich wieder mit Ina Gerber vom Globusmarkt. Heute kochen wir für Sie eine Hähnchenbrust mit Kräutern, die unter die Haut geht, und ein Kohlrabi-Radieschengemüse. Für die Hähnchenbrust brauchen wir natürlich Hähnchenbrust. Für die Kräuter, die unter die Haut gehen, Thymian, Basilikum, Salbei und Petersilie, Ei, Butter und Semmelmehl und zum Braten natürlich Öl und zum Würzen Salz und Pfeffer. Ina, für dein Gemüse. Ja, ich habe für mein Gemüse natürlich Kohlrabi, Radieschen, Salz, Butter zum Anbraten, Petersilie zum Würzen und Dekorieren und die klassische Gemüsebrühe, die wir selbst hergestellt haben. Ja, bei uns im Globusmarkt bekommen Sie die Hähnchenbrust nur mit Knochen, aber dafür mit Haut. Deshalb müssen wir die Hähnchenbrust erst kurz auslösen. Das sind 3-4 Schnitte nur. Sie schneiden am Brustbein entlang und lösen die Hähnchenbrust aus. Das machen Sie auf beiden Seiten. Fahren einfach schön langsam runter. Und schon ist die erste Brust ausgelöst. Die zweite folgt sogleich. Ina, du kannst ja schon mit deinem Gemüse anfangen. Ja, ich habe die Butter schon reingetan. Wenn es so heiß ist, werde ich es reintun. Was ein Bild geben. Dauert mir noch einen kleinen Augenblick. So, das Gemüse wird bloß etwas angedünstet und dann mit Gemüsebrühe aufgefüllt. Einreduzieren lassen. Und dann werde ich die Petersilie hacken. So, die Hähnchenbrüste sind jetzt ausgelöst. Von den Knochen können Sie ja später noch eine Soße kochen oder eine Brühe. Und wir bereiten jetzt die Masse, die Kräutermasse, die unter die Haut geschoben wird, zu. Also wir nehmen jetzt die Butter unter die Haut. Nehmen ein Eigelb dazu, schneiden uns noch etwas Salbei, etwas Thymian. Wir wollen ja verschiedene Kräuter nutzen. Und etwas Basilikum. Und zerkleinern das. Bei dem Gemüse, dem Kohlrabi-Gemüse, wir haben es jetzt wieder roh. Wir haben es beschrieben, es wird vorher blanchiert. Wir haben es einfach einen Tag vorher, den Kohlrabi, etwas gesalzen. Der Kohlrabi gart schon etwas durch das Salz und braucht dann weniger Garzeit in der Pfanne. So, die Kräuter sind jetzt auch gehackt. Vermenge das alles etwas mit Semmelmehl. Einfach, dass ich da eine Bindung reinkriege. Die Butter ist weich, das Ei muss man gut verrühren mit den Kräutern. Das ist heute bei dem Gericht ist es natürlich etwas anders. Wir haben heute keine Sättigungsbeilage, also keine Kartoffel oder Nudel oder Reis, sondern wir machen das alles mit Gemüse. Wir wollen ja eine frische Küche machen. Und arbeiten dann mit Kohlrabi und Radieschen. Aber Sie können auch nutzen, was Sie im Kühlschrank haben. Also wenn Sie Zucchini haben, wenn Sie Aubergine haben, Tomate haben, passt alles hier zu diesem Gericht. So, die Kräuter sind jetzt gut vermengt. Jetzt nehme ich mir die Hähnchenbrust, fahre mit dem Finger drunter, nehme mir etwas Masse und schiebe diese unter die Haut, verteile sie etwas. So, die nächste. Also Sie sehen schon, das ist kein Hexenwerk. Also das kann man sehr gut zubereiten. Vor allen Dingen kann man es auch, wenn man Gäste hat, sehr gut vorbereiten und muss sie dann nur noch frisch braten. Die Butter bewirkt natürlich auch, dass das die Hähnchenbrust dann schön saftig bleibt. Also wir binden nicht alles mit diesem Semmelmehl, sondern nur einen gewissen Teil.
schieben das alles ein bisschen schön zurecht. So, ich bin mit meinem kleinen Pot fertig. So, die Hähnchenbrust sind gefüllt, werden natürlich jetzt gewürzt mit Salz und Pfeffer von beiden Seiten. Ja, das Grobe ist ja jetzt schon erledigt. Wir brauchen jetzt also nur noch etwas Öl in unsere heiße Pfanne zu geben. Die Pfanne haben wir vorgeheizt. Und braten jetzt die Hähnchenbrust zuerst auf der Hautseite scharf an. Als Geschmacksträger gebe ich noch etwas Rosmarin hinzu, den ich mitbrate, und etwas Knoblauch. So, unsere Hähnchenbrust sind jetzt ca. 10 Minuten in der Pfanne, sind ganz gut gebräunt. Ich habe sie immer noch übergossen. Du kannst ja schon mal die Radieschen unterrühren. Der Kohlrabi, wie gesagt, er braucht nur 10 Minuten. Die Radieschen sollten noch etwas Biss haben. Sie sehen jetzt auch wunderschön die Farbe der Kräuter, also das Semmelmehl ist ein bisschen gebräunt. Wir haben trotzdem noch das Grün. Durch das Übergießen natürlich auch wieder Geschmack von dem Knoblauch und dem Rosmarin, den wir noch im Öl hatten. So, ganz zuletzt schieben wir noch die Kräuter unter. Also werden das ganze Gemüse wieder frisch auf. Und richten unser, ich fange mal an, das anzurichten. So, also da wir keine Sättigungsbeilage haben, verteilen wir also jetzt richtig das Gemüse, richtig breit und auch reichlich. Abgeschmeckt haben wir das Gemüse mit Salz, etwas Pfeffer, wenn Sie noch etwas Muskat mit drunter machen möchten, sehr gern. So, noch etwas Rot. Und jetzt kommen wir zu unserer Hähnchenbrust. Also ich würde sie nur einmal aufschneiden. Ja, sehr schön, noch saftig. So, und da haben wir unsere Hähnchenbrust, die unter die Haut geht, mit einem Kohlrabi-Radieschengemüse. Ich wünsche Ihnen immer einen guten Geschmack. Und einen guten Appetit.